Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Video. Wie ihr es wahrscheinlich jetzt schon im Titel gelesen habt oder auch in der Thumbnail gesehen habt, geht es mir nicht optimal. Denn ich habe mir gestern irgendwas gezerrt, Hexengeschuss, wie auch immer. Ich konnte mich gestern nicht bewegen. Ich war jetzt ja übers Wochenende weg, das wisst ihr ja. Ich war Samstag, Sonntag, Montag, haben wir Family Hopping gemacht und waren eben unterwegs. Ich war auch die ganze Zeit dadurch natürlich dann nicht am PC. Ja, und gestern ist dann das Unglück geschehen. Wir waren auf dem Spielplatz, gestern Mittag oder so, mit meinen Nichten. Und die kleine Kuddel wollte mit ihrem Onkel rutschen. Ja? Und die Kleinste, die ist jetzt ein Jahr alt oder so. Und ich gehe in die Hocke und will sie, wir sind schon auf diesem Gerüst, wo halt auch eine Rutsche dabei ist. Ich will sie so anheben. Und auf einmal fährt mir es voll in den Rücken. So richtig so, dass ich kurz auch so gemacht habe. Und da bin ich so gestanden und musste sie direkt langsam wieder absetzen und ich konnte mich nicht bewegen. Es ging einfach nichts mehr. Ich habe dann direkt überlegt, also das haben die unten gar nicht mitbekommen. Mein Schwager und meine Schwester und meine Freundin waren halt alle verteilt. Und dann bin ich, mein Schwager war an der Rutsche gestanden, hat dann praktisch so auf uns gewartet und dann... Ich konnte eh nicht runterklettern, nicht mehr, ne? Also ich habe so Schmerzen gehabt, ich konnte mich kaum bewegen. Also habe ich sie halt genommen und bin mit ihr unter Schmerzen dann gerutscht, weil ich anders eh nicht runtergekommen wäre. Was echt eklig war, gerade unten dann, also so abgebremst ist, holla die Waldfläche. Ich habe mich direkt in den Sand gelegt und lag 10 Minuten einfach nur im Sand rum und konnte nichts machen. Ich konnte auch die Beine nicht bewegen, ich konnte sie nicht anheben, ich konnte mich nicht drehen, ich konnte nichts machen. Es war einfach komplett zu, der Rücken. Und dann nach 10 Minuten habe ich mich dann aufgerafft, so hochgerissen und um halt dann nach Hause zu laufen, ne? Alter Falter, was treiben die denn? Und ich habe mich dann bei meinem Vater auch direkt wieder auf die Couch gelegt und dann halt 800er Ibus genommen, glaube ich, und Uso dazu getrunken, dass ich wieder auf irgendeine Art und Weise mobil werde. Und ja, das war echt eklig, also ich konnte so gut wie gar nichts machen, mir hat überall... Egal in welcher Position, sitzend, liegend, stehend, laufend, war dieser Schmerz extrem präsent. Jetzt über die Nacht... jetzt über die Nacht ist es schon besser geworden. Vor allem, wenn ich mich so hochhebe und dass sich das alles so zieht, das fühlt sich gut an, aber tut halt sau weh. Es ist besser geworden, schon so um 15% würde ich sagen. Oder vielleicht sogar 20%. Ich habe jetzt Arten, in denen ich den Schmerz eigentlich fast gar nicht mehr merke, unter anderem so zurückgelehnt. Oder eben wenn ich... Ich kann mich auch nicht selbst nach vorne bewegen, wenn ich so vorne bin. Ich stehe jetzt halt auch auf wie so ein alter Sack, setze mich auch hin wie so ein alter Sack, also so richtig abgestützt, wenn ich mich auf die Couch hocke, dann muss ich mich hinten wie so eine Schwangere abstützen und mich dann langsam hinsetzen. Aber dennoch ist es heute schon etwas besser. Ich werde auch den Stream machen. Wie gesagt, hier fühle ich mich sehr, sehr wohl schon. Was macht der denn jetzt? Hä, der ist auch T, oder? Warte mal! Aua. Also ich kann nicht so arg lachen, das tut halt noch echt sau weh. Ja. Aber Stream werde ich trotzdem machen, 18 Uhr später dann. Und wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen, wie lange es geht. Ich weiß nicht, wie ich so spielen kann. Ja, wenn ich recht ruhig sitze, die rechte Hand kann ich... Ich kann halt... Ja, es wird schon irgendwie gehen. Wenn nicht, müssen wir halt vorzeitig ausmachen. Lirum Larum Löffelstiel, der ist am... Hoppala, fuck, rausgetappt. Der leckt irgendwie, oder? Na jo, 140er Ping, was ist mit ihm los? Der Grasdackel da. Ja, das ist soweit zu meiner Story, zu meiner Familien-Story. Das war sonst echt cool. Also ich habe jetzt das Wochenende über viel gefuttert, sehr lecker gegessen und halt Leute getroffen und hin und her. Aber dass es jetzt so endet, war irgendwie scheiße. Weil, ja, jetzt ist es halt endlich warm, ne? Und ich habe viele Projekte, die ich angehen möchte, bei denen ich mich bewegen muss. Und das ist jetzt halt schwierig. Das ist jetzt leider sehr schwierig. Ich muss kurz mein Bein hochholen, aber ich muss es hochziehen. Ja, ist halt jetzt irgendwie blöd, aber was soll's, das wird schon irgendwie gehen. Ich hoffe, dass es morgen noch besser ist. Ich kann jetzt auch kein Auto fahren. Ich kann laufen, aber kein Auto fahren. Laufen fühlt sich sogar fast gut an. Also irgendwie wie so gegen den Schmerz gehen, schön gerade laufen, alles in die... Dass der Körper merkt, so ist es richtig, ne? So muss es sein. Und ja, das fühlt sich irgendwie echt gut an. Da ist der Schmerz auch fast nicht mehr vorhanden. Nur wenn ich mich halt irgendwie zu weit nach hinten oder vorne beuge.
Also nach vorne beugen geht gar nicht. Ich kann doch nichts vom Boden aufheben. Ich muss alles mit den Füßen aufheben und dann mir selbst in die Hand geben. Oder mich auf den Boden legen, um was vom Boden aufheben zu können. Ja, aber hier gerade im Sitzen komme ich halt überall gut dran. Ich kann mich mit den Armen hin und her bewegen und kann halt hier alles anfassen. Ja, also das geht schon. Wird schon gehen. Ja, ich hoffe, bei euch ist alles viel besser verlaufen. Oder halt zum Ende hin besser verlaufen. Nicht so wie bei mir. Weißt du, wie bei so einem alten Sack. Hexenschuss. Gibt's doch gar nicht. Das kann nicht wahr sein, oder? Ich bin so alt, bin ich auch wieder nicht. Aber gut, ich meine, ich glaube, ich bin doch sehr prädestiniert dafür, mit dem, was ich hauptberuflich mache, sitzen. Und überhaupt keine, also unterer Rücken, Muskulatur, null, gleich null. Vorderer Rücken, Bauch, Muskulatur, gleich null. Muskulatur, da ist nichts Stützendes. Also ich muss mich unbedingt dann auch, wenn das durchgestanden ist, muss ich unbedingt was machen. Weil, ja, sowas will ich nicht nochmal haben. Das war echt krass. Holla die Waldfee. Alter Falter. Ich stehe da wie so ein alter Mann. So, so stand ich da. Und es ging einfach nichts. Auf komm, Fall. Bist jetzt fertig, du Drecksack? Was würdet ihr ihm drücken? Alles. Oder nichts. Er hat voll Mates angeschossen. Die Mates haben ihn angeschossen. Hinter ihnen kommt jemand, der ist tot. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie einen Verdacht gehegt haben, schon die Kollegen hier, und ihn deswegen auch angeschossen haben. Wahrscheinlich auch geflamed haben im Teamspeak, im Teamchat. Muss auch mal gucken. Ich muss mich zurücklehnen. Ja, ich werde später noch eine Schmerztablette nehmen und einfach mal schauen, was so geht. Und wenn es halt so krass wird, dann lassen wir es. Gerade will es nicht so richtig. Es will gerade nicht so richtig gemütlich werden. Naja, das neue Headset ist auch bestellt, das Beyer Dynamics 770 DT Pro oder DT 770 Pro ist bestellt. Es wäre fast das 990er geworden, aber ich habe mich da viel zu wenig eingelesen und weiß nicht, was, wie, wofür ist mit den Ohmzahlen und so weiter. Ich habe halt jetzt bei den 770er Dingern für mich das Beste rausgesucht oder das, was für mich halt am optimalsten ist für meine Zwecke. Ja, ne, so ist es. Der Stream ist jetzt dann gleich. Ich werde das Video wieder so hoch erscheinen, so hochkommen lassen, hoch erscheinen lassen, dass es um 17:45 online geht. Was macht er denn jetzt? Er chillt sich einfach in die Ecke. Muss er irgendwas umstellen oder was? Ah, na also, das geht doch. Ja, ich werde ihm dann einiges drücken oder vielleicht auch nicht. Und wir sehen uns dann gleich im Livestream. Hallo Maus, wo bist du hier? Maus? Ah, da ist er. Fuck, nein, 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 nein! Ah, sehr gut. Ich hab's aus dem wieder angemacht. Okay, gut. Dann sehen wir uns gleich im Stream. Bis gleich.